Sind die Tomb Raider Remaster wirklich so gut, wie alle sagen? Wir checken's aus. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier bei Rocket Beans TV. Ich darf mal wieder euer Gregor sein. Eine Stunde ungefähr gepflegte Retro-Gaming-Unterhaltung heute im Zeichen von natürlich, sie ist wieder da, Lara Croft, Tomb Raider. Na gut, ich bin nicht Lara Croft, sondern nur Gregor, aber ist ja auch immerhin schon was. Ist vollkommen okay. Wisst ihr, was auch vollkommen okay ist? Das wunderbare Retro-Club-Merch, was wir hier im Shop für euch haben. Checkt gerne folgenden Link einmal aus. Und jetzt ist es fertig. Jetzt muss es nur noch zusammen verpackt werden und gedruckt werden, alles drum und dran. Aber danke für die Klatscher. Vorbereitend das neue Retro-Club-Buch, das die Bucketlist der Videospiele, die große Bucketlist des Gaming, 100 Games, die man in seinem Leben gespielt haben muss. Ich habe es geschrieben, ich habe die Bilder rausgesucht. Jetzt ist der Rest der Arbeit von anderen Leuten zu verrichten. Und ich hoffe, dass ihr Ende Juni dann auch Gefallen dran habt, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Buch zu verfassen. Unter anderem, ich kann, glaube ich, schon mal einen kleinen Blick vorweggeben, Tomb Raider ist auch mit drin. Zumindest das erste Tomb Raider. Und ja, können wir wieder zum Tageswerk einmal rübergehen. Gerade wo wir es aufnehmen, ich müsste den Release, die Veröffentlichung dieser Folge relativ zeitnah dann hingepackt haben. Ist sie gerade in aller Munde, die Tomb Raider 1 bis 3 Remastered Collection. Oder das heißt Tomb Raider 1 bis 3 Remastered Starring Lara Croft ist der vollständige Name. Wir können mal die Mats laufen lassen. Ja, momentan gerade viel Positives im Internet zu hören. Lara Croft ist wieder zurück. Die ersten drei Tomb Raider-Spiele primär bekannt von der PlayStation 1, aber gab es natürlich auch auf anderen Plattformen, unter anderem auf dem PC. Ersten Teil auch noch auf Sega Saturn. Gibt es jetzt in einem Dreierpack für viele verschiedene Plattformen mit der Möglichkeit, modernisierte Grafik dazu zu schalten, neue Steuerung, die mit dabei ist, viele Features, extra Geschichten mit dabei, Boni, die vorher dann separater Content gewesen sind. Und das gibt es in einem Paket für, das müssen zusammengenommen 30 Euro sein. Ich habe jetzt ein bisschen länger Zeit unter anderem mit der Xbox-Version verbracht. Wir werden heute aber in die PC-Fassung reinschauen. Nicht, dass es einen allzu großen Unterschied macht für das Spiel an sich. Aber ich hatte im Vorfeld ein kleines bisschen Skepsis von wegen, weil wir hatten ja von Tomb Raider sehr viele Auflagen, teilweise Remakes nochmal gesehen. Gerade wie der neue Look hier interpretiert wurde, habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, okay, es ist jetzt nicht unbedingt so, als ob man da die modernste Grafik für einen Remaster sich ausgesucht dann hat. Sieht schon um einiges, sagen wir mal, besser aus, anders aus als die Originale auf der PlayStation, wie sie anno dazu mal gewesen sind. Aber hätte da man nicht auch den anderen Schritt gehen können? Jetzt habe ich es ausführlich ausprobiert und muss sagen, ich bin auch ziemlich angetan davon. Aber was wir machen werden, wir werden nicht nur dann auf die, wir können gerne aufs Ingame nochmal schalten, wir werden nicht nur die Remastered Collection uns angucken, sondern wir werden anfangen mit dem ersten Spiel auf der PlayStation 1, das gerade die selbst ablaufende Demo, werden gleich mal ein bisschen spielen. Schauen uns zuerst das auf der PlayStation an, dann die Remastered Collection. Wir werden dann noch mal in Open Lara reinschauen. Davon habe ich häufiger schon mal gesprochen. Eine eigene Lösung sozusagen, die alten Tomb Raider-Spiele sich selbst zu remastern, die auch ganz, ganz interessante Ansätze hat, die nicht so im offiziellen Remaster jetzt vorhanden sind. Und wir werden auch in Tomb Raider Anniversary reinschauen, dem Remake, was 2007 rausgekommen ist. Ja, was wir hier haben, ist die PlayStation 1 Version, die europäische, die deutsche PlayStation 1 Version. Also soll ich nicht wundern, gleich, dass es PAL-technisch ein klein bisschen langsamer abläuft. Tomb Raider rausgekommen, das müsste in Europa 96 noch gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das gespielt habe in dem knappen Monat, den ich zwischen meinen Abi-Prüfungen damals hatte. Im Jahr 1997 habe ich es zumindest gespielt, dann ausführlich. Ich habe viel von der Zeit nicht nur fürs Üben, für die mündliche Prüfung dann in Erdkunde aufgewendet. Das passt ja dazu, ne? Da lernt man ja auch die Welt kennen mit Lara Croft, sondern ich habe relativ viel Tomb Raider und Gänse Suikoden gespielt und dementsprechend habe ich eine schöne Verbindung, nostalgisch, zu dem alten Spiel und habe dementsprechend auch viel Tomb Raider gezockt, einfach als groß angelegte Action-Adventures mit Lara Croft, Indiana Jane in Spee, kann man sagen, die Grabräuber
Inhaberin der Tomb Raider oder wie wir damals gesagt haben, Tomb Raider, weil wir haben es nur in den Zeitschriften gelesen und nie offiziell ausgesprochen gehört, wie der Name konkret ist. Und damals gemacht von Core Design noch. Crystal Dynamics ist ja die aktuelle Firma und müsste Mitrechteinhaber sein. Das ist ja eher alles ein bisschen verworren, wie aktuell wer da alles so die Hände im Tomb Raider-Topf mit drin hat und da entsprechend dran verdienen und releasen kann. Damals noch in England bei Core Design entstanden. Toby Gard ist, glaube ich, der Designer, der Lara Croft als Figur auch erfunden hat. Gibt's auch, wenn wir schon bei den Retro-Club-Büchern sind, einen umfangreichen Artikel im ABC der Videospiele Level 2. Darüber hatte ich mich mal ein bisschen näher damit auseinandergesetzt und war damals ein absolutes Phänomen. Wer aus meiner Altersklasse kommt und da als Jugendlicher dabei gewesen ist, wenn man als Kind mit diesen Spielen groß geworden ist. Es gab mal eine Zeit, wo Lara Croft und Tomb Raider quasi allgegenwärtig war. Nicht nur, weil es ein ikonischer Charakter ist, sondern weil die Spiele auch sehr gut oder zumindest auf ihre Art sehr eigenständig und ein richtiges Unikat gewesen sind. Gerade mit dem allerersten Teil, also dass sie aus dem Stand so ein voll formiertes 3D-Action-Adventure geschaffen haben, wo man mit Lara Croft in verschiedensten Locations unterwegs ist, wie der Name es sagt, Tomb Raider, dass sie eine Grabräuberin ist, dass sie also nach Artefakten forscht. Alles natürlich mit einer Hintergrundstory. Sie hat einen aristokratischen Background, britisch-aristokratisch. Die Story wurde auch immer weiter in den folgenden Teilen aufgeführt. Story ist immer so ein bisschen sekundär bei mir, was Tomb Raider angeht, sondern ich mag grundsätzlich das Erkunden und das Gameplay hier. Was sie damals geschafft haben, wie gesagt, mit dem ersten Teil bei Core Design, ist so das Gefühl, dass man in verlassenen Höhlen unterwegs ist und dann Rätsel erkunden kann, verlassene oder Zivilisationen, die längst untergegangen sind, nochmal in Beschlag nimmt. Visuell sah das Ganze sehr, sehr gut aus. Wir spielen gerade, wie gesagt, die PlayStation 1-Version, wobei die allererste releasede Fassung müsste auf dem Sega Saturn noch gewesen sein, der natürlich... Oh, habe ich Tür wieder zugemacht? Hopp, jetzt habe ich mich gefangen, glaube ich, indem ich die Tür auf und wieder zugemacht habe. Egal, ich will ja eh nicht wieder zurück. Also gehen wir weiterhin. Oh, da ist ja eine Fledermaus. Lass mich dich einmal kurz erledigen. Nein, die haben aus dem Stand dieses Gefühl schon sehr gut repliziert und auch, das wird eine Sache sein, die wir beim Remaster so besprechen werden, gerade in steuerungstechnischer Hinsicht. Lara Croft, um sie dann präzise, vor allem auch mit den ganzen Sprungeinlagen, die hier nötig sind, die teilweise super präzise dann sind. Ich springe mal kurz hoch und ich mache hier einen patentierten. Ah, habe ich noch nicht gemacht. Warte mal, ich gehe mal zurück, weil ich würde gerne den Handstandüberschlag machen. Der hat mir eigentlich mal Spaß gemacht. So, da, genau. R1-Taste noch gedrückt halten, da macht sie nämlich das elegante Manöver, die Kanten hoch. Da musste man erstmal so ein bisschen üben. Diese typische Panzersteuerung, links und rechts bewegen, nach oben für nach vorne. Du musst nochmal mit der R1-Taste gedrückt halten, um zum Beispiel dich an Kanten zu rangieren. Das hat ein bisschen fast was wie mit dem Auto rückwärts einparken, damit sie auf dem Pixel genau positioniert wird. Weil manche der Sprunganlagen waren schon arg knifflig. Und das kommt auch aus einer Zeit, wo diese Spiele jetzt nicht dieses moderne Signposting hatten, wenn man es so nennen möchte. Also ihr werdet jetzt keine Wände mit gelber Farbe irgendwo finden, wo es heißt, hier spring mal hoch und hier kannst du weiter und mach mal deine Hangeleinlagen, sondern du musst schon selber dich darum kümmern. Auch was das Schießen jetzt hier angeht, Lara hat ihren Rückwärts-Button sozusagen, mit dem ich umdrehen kann. Den kann die Kanonen rausholen, Autolockern, der mit dabei ist. Es funktioniert eigentlich schon ganz gut, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Heutzutage wirkt es ein klein wenig archaisch. Ich werde jetzt nicht diesen kompletten Level bis hierhin machen, weil wir wollen ja mal den Vergleich sehen und primär uns darauf stützen. Aber hier solltet ihr jetzt mal einen Eindruck bekommen haben, so hat Tomb Raider damals ausgeschaut. Das war die Geschwindigkeit, mit der das Spiel in Europa abgelaufen ist. So die Auflösung von der PlayStation, wenn man es auf der PlayStation gespielt hat. Auf dem PC konnte man natürlich noch um einiges hochdrehen. Komm, machen wir noch einen Handstandüberschlag hoch. Nice. Na? Da hat sie geübt im heimischen Croft Manor, um das umsetzen zu können. Und da werdet ihr gleich den Kontrast sehen, wie es im Remaster ist. Da können wir gerne mal weg davon, Regie, und dann werde ich das Remaster einmal starten. Wie gesagt, gibt es für viele verschiedene Plattformen. Ich habe das Remaster hauptsächlich jetzt daheim auf der Xbox Series X gespielt. Aber wir schauen jetzt in die PC-Version ein. Nicht, dass es da großen Unterschied geben könnte. Wir können gerne schon mal reingehen. Umgesetzt worden von Aspyr, Crystal Dynamics und der Embracer Group gehört eigentlich die Marke oder das Spiel selber. Saber Interactive ist, glaube ich, der Publisher, zu dem Aspyr dann gehört. Ich komme auch durch 1000 Publisher und Entwicklernamen hier so ein klein bisschen durcheinander, wie das aufgebaut ist.
Ein Unterschied bei der PC-Version gegenüber den Konsolenfassungen ist es, du hast keine Vorab-Grafikeinstellung, sondern das Spiel orientiert sich an den Settings, die dein Rechner und dein Fernseher haben. Wenn ich jetzt auf 4K eingestellt hätte, würde das Spiel auch in 4K rendern anscheinend. Wir geben jetzt in 1080p aus. Was ich hier machen kann, ihr seht es an der Seite, ich kann zu den verschiedenen Spielen wechseln. Hier direkt. Sehr schön, es sind alle möglichen Sprachversionen hier vorhanden. Wenn ich zum Beispiel, wo ist es? Ich glaube, es ist unter Audio versteckt, genau unter Ton. Wir gucken mal hier kurz auf die Untertitel. Es wechseln dann jeweils sogar Griechisches vorhanden. Hipotitli, Ichos, alles mit dabei. Also ihr wisst ganz genau, was ihr hier einstellen möchtet. Und es sind auch die entsprechenden Cover nochmal angepasst. Zum Beispiel, wenn wir auf Japanisch schalten, ihr seht, da hinten, ich gehe mal kurz raus, in Japan hieß es Tomb Raiders mit dem S. Also mehrere Lara Croft, so, da sind auch andere Grabräuber mit dabei. Es wird also auch das Logo angepasst. Beim US-Logo sehen wir es, glaube ich, auch ein bisschen. Haben wir das hier irgendwo noch? Wobei bei den zweiten und dritten, ach, genau, bei den zweiten und dritten Teilen sieht das Logo anders aus. Wir bleiben mal hier kurz auf Deutsch. Wenn wir es hier dann einmal schauen, haben wir das ähnlich, auch bei Ton. Genau, das US-Icon sah ein bisschen anders aus und das japanische Tomb Raider 2, immerhin, es sind keine mehrere Tomb Raiders. Wir bleiben mal hier auf Deutsch. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, ob im Menü, ob bei Videos oder anderswo, auf die Classic-Version zu schalten. Das heißt, wir sehen den alten Bildschirm, nicht den neu gemachten, der hier quasi auch auf 16:9 dann hochskaliert wurde. Und das können wir jederzeit während des Spiels machen, sogar im Ingame, während wir mittendrin in Aktionen mit dabei sind. Haben die Möglichkeit, bei der Steuerung einiges hier umzustellen. Wir haben die Panzersteuerung, wie das Original funktioniert. Ich werde hier mal auf der modernen Steuerung bleiben, mit der ich nicht ganz so zurechtkomme, verglichen mit den mit der Panzersteuerung, weil ich an die um mehr gewöhnter bin. Und ich glaube fast, dass die Panzersteuerung wahrscheinlich für den späteren Verlauf des Spieles auch umso wichtiger ist oder der Spiele. Wir gehen mal ein, wir gehen mal an, das Spiel wieder von vorne. Offene Angelegenheit müsste ein Add-on gewesen sein. Zumindest das kann man bei diesen Spielen hier dann direkt auswählen. Gehen einmal auf den Start. Wir sehen im Hintergrund, ich schalte mal auf die neue Version zu, dass die Zwischensequenzen, die waren aufwendig gerendert, in diesem Ultra-Widescreen. Die sind auch mit dem Audio vorhanden, also es sind auch die deutschen Sprachversionen drin, wenn wir das jetzt machen. Und man kann auch bei den Videos, ihr seht, das ist jetzt hier wieder die alte Version. Jedes Mal, wenn ich auf Start drücke, dann wechselt das wieder auf die moderne. Die haben wohl einen Upscaling-Filter benutzt, der an sich gar nicht so schlecht ist. Ihr seht, wie der Detailgrad doch sehr wenig ist mit der niedrigen Auflösung des Originals. Und es sieht jetzt, also hätte schon wesentlich schlimmer aussehen können. Wobei es wäre natürlich cooler gewesen, wenn sie dann nochmal, vielleicht neu gerendert hätten oder es anders gemacht hätten. Aber es geht schon, wenn man die replizieren möchte. Hier, Lara wird nochmal mit einer Zeitschrift empfangen. Können wir ein bisschen lauter machen? Schwer zu sagen, aber sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht sie von Nadler Technologies. Okay, genug mal reingehört. Ich wollte nur, dass ihr die Synchro mal so mitbekommt, weil wir werden diese Szene nachher auch in Tomb Raider Anniversary uns mal ansehen, wie sie neu gestaltet wurde. Und hier sind wir jetzt in Tomb Raider drin mit der alten Optik, aber wir wollen einmal auf die neue schalten. Und ja, da seht ihr doch schon einen sehr, sehr deutlichen Unterschied. Das Spiel als Fundament, es hat quasi das originale alte Spiel, die originalen Figuren. Aber es gibt jederzeit die Möglichkeit, mit der Starttaste hier eben in den neuen Look umzuschalten. Dadurch, dass ich auf die moderne Steuerung schon geschaltet habe, wir können es hier bei Lara nochmal anschauen. Die Kameraposition wird ein bisschen angepasst jeweils, wenn man das macht. Es wird die vollkommen hochaufgelöste, geschärfte Version vom Original gezeigt. Das sieht nicht aus wie bei der PlayStation 1. Das sind jetzt 1080p, mit dem das gerendert wird. Dementsprechend alles kantig und so weiter hier vorhanden. Wenn wir hier rüberschalten, alle Texturen sind nochmal neu gemacht worden. Die Modelle werden ausgetauscht. Interessanterweise, die Originale laufen alle mit 30 FPS. Und die neue Version ist bei 60 FPS. Jetzt hier mit dabei. Das ist anscheinend programmiertechnisch so. Die originalen drei Spiele, es müssten jetzt die PS1-Fassung sein, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, da könnt ihr gerne mal checken, welche Version als Grundlage genommen wurde. Würde eigentlich sinniger sein, da die PC-Fassung zu nehmen. Warte mal, R2, glaube ich, hier. Genau, mit der neuen Steuerung ist ein bisschen anders, wie man sich hier umher bewegt. Es ist übrigens auch kein richtiges Analog hier. Ich kann also nicht nur langsam mit Lara in eine Richtung gehen. Ich muss dazu die Viereck-Taste gedrückt halten, um langsam mit Lara zu gehen. Aber immerhin, es ist eine freie Bewegung hier. So, genau. Ich muss hier mit den L2R-Buttons arbeiten. Was mich schon durcheinander bringt mit dem Lock-On hier. So.
da einmal konzentrieren. Ich habe mich echt noch nicht daran gewöhnt, wie ich mit der modernen Steuerung vernünftig in den Lockung mache, rückwärts springe und alles drum und dran. Es ist vorhanden, kurz um auf die Grafik dann nochmal einzugehen, genau, die 60 FPS sind hier, es musste wohl mit einem Trick gearbeitet werden, der noch so ein kleines Delay wohl reinbringt, aber sehr kleines Delay im Millisekundenbereich, damit das hier auf 60 FPS interpoliert wird für die neue Optik, aber die Logik der Spiele, dementsprechend hast du es auch mit 30 FPS jetzt hier bei allen drei Games, die hier vorhanden sind. Ist normalerweise auf 30 FPS. Wäre schön, wenn wir die auch nochmal auf 60 gehabt hätten, weil ich finde den Look jetzt hier nicht so schlecht, muss ich sagen. Sie haben einiges gemacht mit der neuen Optik. Es ist fast, ja, so Richtung PS2-Niveau, gehobeneres PS2-Niveau vielleicht, ne? Oder einen kleinen Tacken drunter. Bin ich in der Wand gelandet gerade mit Lara? Ich bin, glaube ich, gerade in der Wand gelandet mit Lara, okay. Wollte ich sagen, erstaunlich bugfrei, die Spiele, aber nein. Okay, Lara ist in der Wand. Wie können wir da raus? Moment, wir gehen ins Menü und gehen einfach wieder aus. Können wir auch mal ins andere Spiel mal reingehen? Genau, und wir können übrigens Quick Save und Quick Load machen. Immer aufpassen, dass ihr den Quick Load nicht aus Versehen macht. Okay, sie ist wirklich da drin gefangen. Dann gehen wir komplett raus. Spiel und zurück zum Titelbildschirm. Dass wir einmal hier raus können. Wäre schön gewesen, wenn wir auch noch die 60 FPS anderswo gehabt hätten. Oh, ihr habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, ich glaube, das ist hier schicker, um das zu machen. Die Training-Level sind auch vorhanden, wo man zum Beispiel in Laras Haus unterwegs ist und sie einem die Steuerung dann beibringt. Da sieht man den Unterschied. Tatsächlich auch noch mal ein kleines bisschen mehr. Ihr seht, wie viel hier mit den Texturen gemacht wird. Es wurde natürlich jetzt nichts mehr an Geometrie dazu gepackt. Die Regale hier sind keine richtigen Bücher, die dann rauslugen, sondern es sind flache Texturen. Das hätte aber so ausgesehen im Original. Wie sie hier das Bild dann interpretieren, vielleicht ist es da ja gemeint, es ist ungefähr die Position. Es ist nicht alles exakt genau 1:1 hier platziert, aber die haben sich eigentlich schon Gedanken gemacht, wie das dann aussehen kann. Man merkt umso mehr, da die Geometrie immer noch aus Mitte der 90er dann ist, dass da nicht zu viel damit extra gemacht werden konnte. Hier im Lara Croft Manor konnte man unterwegs sein und dann eben seine Steuerungen ausprobieren, dass man in verschiedene Richtungen springen kann. Warte mal, kann ich mit hier dem Lockon zur Seite? Ey, mit der neuen Steuerung komme ich echt nicht so easy zurecht. Aber es ist alles Gewöhnungssache. Ich glaube, den Hechtsprung könnte ich auch noch machen. Genau, Hechtsprung, Springviereck und R1 noch mal drücken. Ah, die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht, wohin damit. Sie weiß einfach nicht, wohin damit mit den Kisten. Mal sehen, ob ich hier rübergesprungen komme. Lauf auf eine Kiste zu. Und gleich den Hals gebrochen bei Lara. Naja, die hätte einfach mehr aufpassen müssen, wo sie hinspringt und nicht so viel erklären und tutorialisieren. Kommen wir hier wieder mit hin. Aber wir gehen kurz mal in die anderen Spiele rein, die hier auch natürlich eigene Tutorials haben. Grundsätzlich, wie das umgesetzt ist, ich hatte vorher meine Bedenken, weil eben, wie gesagt, es hätte durchaus noch mal ein paar Stufen mehr sein können, was man über die Optik rüberpackt. Aber dadurch, dass es so nah am Original auch dran ist und einem zumindest mal diese Optionen gibt, mehr mit den ganzen Grafikspielereien hier zu machen. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Bug. Nein, es ist ein Hubschrauber, auf den sie da oben hinschaut. Übrigens auch viel, viel mehr mit Lichtreflexion und Quellengabe, die ihr seht hier. Je nach Spiel ist so ein bisschen unterschiedlich. Beim ersten sieht man so gut wie gar keine Helligkeitsunterschiede bei Lara. Hier beim zweiten kann man es im Original schon sehen. Es ist wesentlich extremer, wenn man das die moderne Interpretation spielt. Wenn Lara im Schatten ist, dann ist sie dementsprechend auch dunkler. Wenn sie ins Helle läuft, wird sie dann angeleuchtet. Hier auch, ihr seht ein bisschen diffus, aber der Schattenwurf ist da bei Lara. Bei dem alten wäre es jetzt mehr, ja, so ein kleiner Blob, der dann so mitschaut, der ist hier ein bisschen, wobei der ist auch hier so ein bisschen blobhaft worden, wobei es sollte schon besser sein als im anderen. Es gab so manche Szenen, wo ich den Eindruck hatte, dass es schon arg dunkel ist. Wenn wir in richtige Ecken hier reingehen, zum Beispiel hier kommt nicht so viel natürliches Licht mit der neuen Optik. Lara leuchtet jetzt nicht von alleine, aber das ist klar natürlich, dass hier es dementsprechend ein bisschen dunkler ist. Da ist die alte Optik ein bisschen kontrastreicher. Ich habe mich ab und zu mal erwischt, in manchen Ecken auf die alte Optik auch so mit umzuschalten. Einfach, weil ich dann besser sehen konnte. Weiß nicht, ob man das irgendwie hätte anders lösen können oder ob's da noch mal, ob man noch mal durch die Helligkeit dann schaut und checkt. Lara, komm mal hoch. Ja, ich weiß, ich mache mal gerne den Handstand drüber. So, kriegen wir den Tiger? Und hier ist ein bisschen sicherer, ne?
Teil 2 und 3, ich persönlich bin mehr ein Fan von Teil 1, muss ich sagen, der noch viel mehr in haben wir es? Nein, wir haben es nicht. Mit Rückwärts zahle ich ja nochmal rüber, da bringe ich die moderne Steuerung durcheinander. Beim ersten Teil hast du noch ein bisschen mehr, dass du tatsächlich ab vom Schuss bist bei den Leveln. Wirklich in Katakomben, in irgendwelchen verlassenen Höhlen. Berühmterweise, wir haben es im Trailer auch gesehen, die Szene, wo man dann den lebendigen T-Rex findet. Wirklich auch eine der Sternstunden des damaligen Gaming. Und hier habe ich Lara richtig positioniert. Nein, muss ich mal hier sehen. So, jetzt kletter mal hoch. Da bringst du tatsächlich mal hier so zu wechseln. Beim 2 und 3er hat man ein bisschen mehr, gerade beim 2er, dass man so in der Zivilisation unterwegs ist und dann gegen menschliche Gegner kämpft. Fand ich damals nicht so prall, muss ich sagen. Ey, das Positionieren mit der modernen Steuerung, das wird echt arg knifflig. Ich wechsle mal auf die Panzersteuerung zurück, weil hier habe ich es einfach noch nicht raus, wie ich mich an die richtige Kante stellen soll. Na, wo war das hier genau? Bei den Settings, Steuerung. Wir gehen auf die Panzersteuerung hier. So. Okay, das sollte mir auf jeden Fall helfen. Auch wenn ich schon lange die alten Games nicht mehr gespielt habe, ist es fast schon sofort wieder da, wie sie spielen. Wie erwähnt, das hat tatsächlich ein bisschen was von Auto rückwärts einparken. Aber wenn man einmal das so in Duft hast, dann kann man recht präzise damit klettern. Zum Beispiel, wie ich hier vernünftig rüberkomme. Ich hätte jetzt den Slowdown gemacht. Warte mal. So, genau, den Slowdown. Und wenn ihr im Slowdown seid bei Lara, sie kann nicht von der Kante fallen. Also ich kann genau hier rangieren, vielleicht mal den Schritt zurückgehen und dann nach vorne springen. Und schon habe ich hier den Sprung geschafft, ohne dann so rüber zu schotten. Ich drehe mit ihr und ja, das wirkt ein bisschen unelegant gerade im Moment. Das geht natürlich besser, wenn man es mal tatsächlich intus hat. Und jetzt bin ich trotzdem runtergefallen, obwohl ich aufgepasst habe. Und das ist erst der Anfang übrigens, ne? Also gerade in den späteren Leveln bei allen Tomb Raider-Spielen, das verlangt von euch wirklich teilweise eine echt hohe Präzision und wirklich Genauigkeit ab, dass ihr nicht einfach so Flüchtigkeitsfehler macht. Und das kann teilweise eben wirklich über Leben und Tod entscheiden. Habe ich wieder natürlich instinktiv den Handstandüberschlag gemacht, den man kaum sehen konnte im Dunkeln hier. Wir probieren es noch einmal, weil das dritte Spiel wollen wir uns auch anschauen. Und das ist natürlich ein bisschen so, die Kamera können wir aber eindrehen. Das ist nice. Okay. So, ich bewege mich mit hier mal nach vorne. Beim dritten Spiel sieht man die grafischen Unterschiede tatsächlich auch noch mal so ein bisschen mehr, weil da schon ordentlich Fortschritte gemacht wurden. So. Einmal hier drehen. Einmal hier. Laufen wir drüber. Okay. So, vorsichtig. Und wenn wir nämlich hier hochspringen. Ist das korrekt? Is this right, what we are doing? Ja, ist right, denn wir gehen nach vorne, wir drehen einmal um. Wir laufen und springen und sind hier rüber gekommen. Seht, was das teilweise für eine Sisyphus-Arbeit ist. Ne? Ja, gehen wir hier hoch, machen wir es korrekt. Und ja, in den moderneren Spielen hättet ihr jetzt schön überall gelbe Farbe dran. Wo können wir rüberspringen? Wo können wir es machen? Das Praktische, was ihr hier machen könnt, ups, ich drücke mal Start für Menü, das ist natürlich Select hier. Der Quick Save ist überall möglich über das Menü. Sehr aufpassen. Spiel speichern, wenn man das erste Mal macht, geht man auf das Speichern, kann man direkt hin, kann man dann auch dementsprechend überall machen. Ich falle jetzt mal absichtlich runter. Jetzt müssen wir den ganzen Kram wieder von vorne machen. Warum lobt denn der Tiger wieder? Ist da noch einer? So, haben wir den auch mal erledigt. Wenn ihr hier auf das Ladenmenü geht oder Spielmenü, dann wird automatisch auf Laden gegangen und man ist direkt gleich wieder bei dem Quickload hier oben. Ich habe es ein paar Mal gehabt, wo ich tatsächlich eigentlich nur speichern wollte. Da ist keine nochmal Sicherheitsabfrage mit da. Und ich habe aus Versehen meinen alten Spielstand wieder geladen, statt einen neuen Quicksave zu machen. Ja. Schon hat es wieder nicht geholfen, machen wir nochmal. Aber für genau das ist es tatsächlich ganz praktisch. Und ich glaube, zu heutigen Zeiten ist es vollkommen okay, wenn man so ein bisschen Safe-Scumming macht. Also dann eine solche Sprunganlage verdaddelt und dann wieder alles nochmal machen müssen, ist ein bisschen ungeil. Und ich glaube, so sind die modernen oder die alten Spiele auf moderne Art wesentlich spielbarer, wie man sie kennt. Lara hat einen Move hier. Der ging wahrscheinlich beim Original schon, aber in all meinen 30 Jahren mit den Games hatte ich den so nicht gesehen. Mal kurz gucken, ob ich den euch zeigen kann, wenn ich hier
dann raus bin. Muss ich hier einen Schalter machen. Ihr habt ja diesen Rückwärtsdreher gesehen, den man mit der Kreistaste macht, damit man sich um 180 Grad drehen kann, gerade im Kampf. Sehr, sehr praktisch. So, wir gehen mal ein bisschen zurück, damit sie Anlauf nehmen kann. Und spring, Lara. Und gedrückt halten zum Hochwuchten. Erst dann können wir den Schalter mitnehmen. Ich kann anscheinend diesen Dreher, also ergänzt das bitte in den Comments, wenn ihr das schon vor 30 Jahren gemacht habt. Ist die Tür wieder zu? Mal nochmal. Ah, ich hatte wahrscheinlich die Taste gedrückt gehalten, ist sie wieder zugegangen. Jetzt können wir ruhig ins Wasser rein. Vielleicht ging das ja damals schon, aber man kann anscheinend im Sprung diesen Dreher machen. Den habe ich jetzt mit der alten Fassung nicht hinbekommen auf der PlayStation 1 Version, die ich gespielt habe. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir aus der fixen Kamera hier raus sind. Oh, da haben wir wieder Gegner. Okay, den haben wir erwischt. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Zum Glück Auto lockern. Wir sehen es immer am kleinen Blutfleck. So. Und noch einer. Ey. So. Zum Glück können wir hier nochmal den Jump machen und der Auto lockern. Ohne den würde es fast unmöglich sein, das hier zu spielen. Also, Kanonen raus. Und das hier. Man muss sehr schnell, wenn man gesprungen ist, auf die Kreistaste drücken. Und geht auch in der alten hier, in der alten Optik. Ja, jetzt muss ich es nur vernünftig machen. Drehe ich mal um Lara. Hallo? Genau, man muss es nur sehr zeitig dann drücken. Habe ich irgendwie nicht hinbekommen mit dem alten. Das war für mich auch ein Novum. Hat mich überrascht nach fast 30 Jahren mit den Spielen jetzt hier. Und wir gehen auch mal auf den dritten Teil, um den zu zeigen. Das war jetzt das mal zu verdeutlichen. Aber es sind so die Eindrücke, die ich mitgenommen habe. Wenn ihr Tomb Raider damals im Original nicht erlebt habt, wie gesagt, das sind Games, die haben Game Design technisch aufeinander aufgebaut, aber es sind auch fast 30 Jahre her, 25 bis 30 Jahre, wo diese Games rausgekommen sind. Und man merkt schon, dass die auch darauf ausgerichtet waren, hey, wenig Hilfestellung, das ist auch das Besondere an den Games, dass ihr dann eben euch richtig drin fallen lassen könnt. Überspringen wir mal die Cutscenes hier, dass ihr euch richtig drin fallen lassen könnt und dementsprechend euch dann auch schön aufwendig damit beschäftigt. Aber die sind auch schon teilweise echt knallhart. Ja? Okay, das sieht wirklich ein enormer Unterschied hier. Auch wesentlich mehr Grünzeug nochmal da hinten in den Ecken. Also man sieht, wo sie sich nochmal ein bisschen mehr Aufwand hier gemacht haben. Und ihr dürft nicht nur die modernen Annehmlichkeiten nicht erwarten bei solchen Spielen hier, sondern dieses Game will euch auch aktiv... Oh, oh, zu früh. Nee, perfekt sogar. Guck mal, wie geil ich... Schaut euch, wie geil ich gelandet bin hier an. Ist ja der Hammer. Kann ich mal auf die andere Seite drehen? Weil ich will da hinten. Und die Items mitnehmen. Hier muss ich nur aufpassen. Warte mal, X zu mitnehmen. Weil hier kommt gleich ein großer Stein. Der hat mich schon mal erwischt, deshalb weiß ich, dass er hier ist. Lompf. Aber ich will auch hier das Medpack mitnehmen. Und ihr müsst schon wissen, worauf ihr euch einlasst. Wenn ihr nicht die Nostalgie dafür habt, können diese Spiele schön anstrengend und undurchsichtig sein. Hier haben wir einen schönen Sprung gemacht, dass wir hier dementsprechend runter können. Und eventuell bleibt ihr nicht so lange dran. Deshalb müsst ihr auch schauen, ob diese 30 Euro insgesamt, wofür man echt viel an Spiel bekommt, auch vernünftig gerechtfertigt sind. Hier eine Sache, diese blauen Kristalle. Ich müsste das nochmal checken. Ich meine, abgespeichert zu haben. Apropos abgespeichert und speichern. Das Save-System, das ein bisschen anders gewesen ist bei Tomb Raider 3. Das ist auch etwas, weswegen das Game teilweise abgestraft wurde. Und dann ist doch recht, oh, Treibsand. Treibsand nicht gut, Lara. Geh raus aus dem Treibsand. Hier sieht man ihn ein bisschen besser. Lara, wo bist du? Kannst du rausgucken aus dem Treibsand? Bin ich in dem Treibsand? Okay. Und da geht meine Energie runter, weil der Treibsand mich erwischt hat. Das ist das Safe-System ein bisschen unnachgiebig gewesen, dass man irgendwas mit den Kristallen einsammeln musste und limitierte Saves und alles hatte. Aber das ist auch schon ewig lange her. Deshalb habe ich den dritten Teil nicht mehr so richtig im Kopf, wie das funktioniert. Wir probieren es einmal nochmal. Und springen jetzt dann direkter darüber. Aber insgesamt, ich bin sehr angetan davon. Also ich hätte nicht erwartet, dass die simplere, abgedatete Grafik mir doch
so ganz gut gefällt. Und da sind Leute dahinter gewesen, die Ahnung von den klassischen Games haben, die auch das Original mit genug Respekt behandelt haben. Also alleine, dass man die verschiedenen Länderversionen hier da hat. Mir macht das einen stimmigeren Eindruck als beispielsweise die Metal Gear Collection, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist, wo wir es aufnehmen. Die rein von dem Inhalt her auch eigentlich eine super Arbeit gemacht hat, von wegen, ey, da sind verschiedene Länderversionen mit dabei, Bonus-Artwork, Extra-Features, sogar die deutsche Version von Metal Gear Solid 1 mit drin. Aber wo es dann gehakt hat, ist eine Schlange, wo es gehakt hat, war es so ein bisschen bei der technischen Umsetzung, wenig Einstellmöglichkeiten, teilweise irgendwelche Emulationen. Jetzt bin ich wieder im Treibsand gelandet, wieder zurück, Lara. Da gab es so einige Sachen, die im Argen gewesen sind mit dieser Metal Gear Collection. Hier habe ich das Gefühl, das ist ein runderes Paket und 30 Euro für drei Spiele kann man sich durchaus überlegen und mal geben. Und ich bin ganz angetan davon. Ich werde das noch weiter in Ruhe in den nächsten Wochen und Monaten spielen. Ich glaube, ich habe mal wieder Bock, den ersten Teil mir ausführlich anzuschauen. Und ihr könnt gerne eure Eindrücke, eure Meinung über das Remaster auch noch mal ausführen. Und wenn ihr spezielle Punkte mal bequatscht bekommen wollt, können wir uns das näher anschauen. Hier die PC-Version, ansonsten auf Xbox, PlayStation, ich glaube ja auch auf der Switch vorhanden. Genug mal von der Collection. Wir wollen uns gleich noch mal Alternativen anschauen. Ich habe Open Lara erwähnt, ich habe Tomb Raider Anniversary erwähnt. Die werden wir uns beide jetzt im Detail genehmigen. Aber nicht jetzt, sondern gleich nach der Werbung. Eddie? Hä? Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf Zattoo.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Da wären wir wieder zurück beim Retro-Club. Tomb Raider ist das heutige Thema. Wir haben uns angeschaut Tomb Raider 1 auf der PlayStation 1, haben uns ein bisschen durch die Remaster gearbeitet, die gerade herausgekommen sind. Und jetzt können wir gerne aufs Ingame schon mal weitergehen, denn wir sehen die nächste Alternative. Das hier ist Open Lara, hatte ich an verschiedenen Stellen schon mal erwähnt. Open Lara ist eine Software, eine fangeschriebene Software, bei der man quasi die originalen Inhalte von Tomb Raider. Ich muss mal kurz aufpassen, damit nicht hier die Wölfe alle mich erwischen. Eine Software, die geschrieben wurde, bei der man die Originaldateien der alten Spiele quasi nehmen kann und von dem PC-Programm, also ich spiele es jetzt hier auf dem PC, aber Open Lara müsste auch geportet sein auf verschiedenen anderen Plattformen, die entsprechend solche Programme laufen lassen können. Ich kann einfach die originalen Level-Dateien drin reinladen und die werden dann mit verschiedenen Aufwertungen vom PC wiedergegeben. Ihr seht hier ein richtiges 16:9-Bild, sehr umfangreiches 16:9-Bild. Das ist die klassische alte Grafik. Da ist jetzt nichts mit geschärften Texturen, also in der Form, dass da neue Texturen drüber gepackt wurden. Das ist das Original, wie es hier ist. Aber eine komplett neue Lichtengine. Ihr seht, oh, der Bär, da ist der Bär. Okay, da steht der Bär. Okay, mal sehen. Da stand der Bär. Holy shit. Da, schaut ihr nicht an, Meister Pets. In all seiner Kantigkeit hier mit dabei, genau wie mit Lara es jetzt hier ist. Ich wollte auswählen, ihr seht den Schattenwurf hier, das ist das Erste, was mir dann aufgefallen ist, Licht- und Schatteneffekte. Die werden hier von dieser Engine drüber gepackt. Also das Licht, was jetzt hier durch die Mitte rein lugt, ich muss auch die klassische Steuerung verwenden mit Button gedrückt halten. Also es ist jetzt hier keine moderne Steuerung, die drin ist, die Panzersteuerung, wie sie hier ist. Aber korrekter Schattenwurf, Laras Schatten wird richtig dann durch den Level gepackt. Sehen wir gleich noch mal ein bisschen, wenn wir in Gebiete gehen, wo es noch mal ein bisschen hier mehr ist. Du hast auch, wir gehen mal kurz ins Wasser hier rein. Dementsprechend, da sehen wir noch die Schattierung, die entsprechenden Lichteffekte, die hier mit drauf sind. Wenn wir rausgehen, achtet mal auf Laras dann entsprechend Texturen, die haben noch mal einen Glanzeffekt drüber bekommen, also sind, na, wie kommen wir hier noch mal raus? X, oder? Genau. Hier, ihr seht's hier, also Lara hat noch mal diesen, guck mal, ich bin jetzt komplett noch mit Wasser bedeckt, Look. Also solche Sachen werden von der Engine standardmäßig hier mitgemacht.
Wenn wir mal die Tür so aufmachen. Und ich war echt ganz schwer beeindruckt, muss ich sagen, dass ich das erste Mal Open Lara probiert habe, weil im Grunde, ihr habt eben das originale Spiel hier. Aber ihr könnt es mit internen Auflösungen bis teilweise zu 16K rendern lassen und dann ausgeben lassen. Das müsste jetzt hier von der Einstellung so sein. Ich spiele mit 1080p, aber ich glaube, ich hatte irgendwann mal den Rechner auf 4K eingestellt, internes Rendering. Deshalb sehen wir so gut wie keine Kanten. Kannst du springen? Ja, natürlich kannst du springen, aber ich habe nicht genug Anlauf genommen. Machen wir das dementsprechend nochmal. Und bevor die Remaster rausgekommen sind, fand ich, dass Open Lara so mitunter einer der besten Wege ist, um Tomb Raider Classic nochmal zu erleben. Ich habe hier, hier sieht man schön auch mit dem Schatten, ne? Je nachdem, wo die Lichtquelle ist, dass er da rangeworfen wird. Ich habe hier den zweiten Level, das müsste der zweite sein, vom Original nochmal reingefolgt, damit wir wieder das ganz gleiche sehen, wie wir es vorhin gemacht haben. Lauf und spring und halt gedrückt. Okay, haben wir es hier rüber geschafft. Oh nein, es bricht zusammen. Ah, ich hätte gleich springen sollen. Deshalb holen wir einmal kurz diesen Quader dort raus. Ich war sehr beeindruckt davon, wie es dann eben hier neu interpretiert wurde. Gibt es, wie gesagt, auch auf vielen anderen Plattformen, weil ich habe es hauptsächlich auf PC dann gemacht. Das ist schön, es ist bereits auch direkt mit eingebaut in RetroArch, wenn ihr das als Software verwendet und da entsprechend dann eure Level-Dateien dann reinladen. Ja, kommst du mal hoch, da können wir das Item hier auch mal so aufnehmen. Und ja, anscheinend das, was bei dem offiziellen Remaster nicht funktioniert hat. Es sollen wohl auch Leute, die hier an Open Lara mitgearbeitet haben, auch für die offiziellen Remaster dann mit dabei gewesen sein. Je nachdem, was so die technische Grundlage ist, hier mit dieser Engine haben sie es geschafft, diese 30 FPS-Limitierung für die klassische Optik aufzuheben. Ne? Das läuft also dann flüssig mit den 60 oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, was man eingestellt hat, mit dabei. Richtige Analogsteuerung hätte ich mir auch noch mal nett vorgestellt. Also vor allem, wenn das Lara vielleicht auch langsamer bewegt und alles, aber ob jetzt mit Stick oder mit komm mal her. Müssen wir dich hier mal erwischen. Und so weiter. Also Lara bewegt sich und steuert sich so, wie man es von den anderen Spielen kennt. Ob das gut oder schlecht ist, muss man dann selbst dementsprechend entscheiden. Ich find's geil, was man hier tatsächlich nochmal mit den Licht- und Schatteneffekten standardmäßig gemacht hat. Ich bin jetzt nicht zu 1000% durch die Settings alle gegangen, also vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr Sachen einstellen und adaptieren und machen. Aber alleine, dass wir diese Games so aufgewertet bekommen, wir kämpfen ein bisschen, vielleicht, wenn man sich so klassische Spiele anguckt, das ist hier nochmal ein gesonderter Fall, da wir ja ein extra Programm haben, wo wir die originalen Files reinladen. Aber ihr habt ja eventuell diese Decompilations mal gesehen von Konsolenspielen primär, die dann durch Reverse Engineering quasi dazu zu PC-Versionen gemacht wurden. Haben wir von Mario 64, warte mal, welche Richtung rum? Komme ich hier nochmal raus? Wir können da hoch, glaube ich. Wir probieren es einmal. Von hier, kann ich von hier springen? Muss ich mal gucken. Bei Mario 64 haben wir es mal gesehen. Von Ocarina of Time gibt es dann. Okay, so kommen wir da nicht hoch. Auch dann selbstgemachte PC-Versionen. Das ist ziemlich interessant. Davon wegen, man muss dann seine eigene Version da quasi mit reingeben und dann geht ein Programm dann das eigene Konsolenspiel durch und nimmt sich die Parts raus, um daraus eine funktionierende PC-Version zu machen. Wo man bei Mario 64 zum Beispiel 21:9 Bildausschnitt, neue Texturen, komplett neue Charaktermodelle einstellen kann und so weiter und so fort. Irgendwo hier wäre noch mal eine Tür gewesen. Aber die habe ich natürlich verdaddelt. Egal, wir haben genug auch von Open Lara gesehen, weil das andere Spiel ist noch mal ein klein bisschen spannender, wenn wir das hier zeigen. Aber daran erinnert mich Open Lara, diese selbstgemachten Projekte, wo ich einfach ganz fasziniert davon bin, was alles möglich ist mit den Original-Assets, die man hat, wenn man was adaptieren möchte, wenn man vielleicht einfach nur neuere Auflösung, höhere Auflösung, noch mit mehr FPS oder sowas sich dann aussucht. Also wie adaptiv die Dinger sind, ohne dass man den offiziellen Remaster-Weg gehen will. Und bei Nintendo ist es ja auch häufig so, dass die dann relativ wenig klassische Remaster machen, sondern eher in die Richtung gehen, oh, wir haben noch mal eine Classic Collection, wir nehmen noch mal, was weiß ich, Mario Sunshine und packen uns mit, das war's, 30 FPS auf der Switch noch? Na? Hätte ich mir auch gerne 60 FPS gewünscht. Also so, dass nicht alles so im Fernbereich dann immer bleiben muss. Immer das Gefühl im Fernbereich, weil die Leute dann so weniger Limitierungen haben und einfach mal probieren, selbst wenn alles nicht zu 1000% zusammengreift, habe ich oft das Gefühl, dass es trotzdem ein bisschen wertiger ist als die offiziellen Releases, die wir bekommen. Apropos offizieller Release, wir wollen noch ein Spiel dann spielen, und zwar das offizielle Remake von Tomb Raider Anniversary. Wir gehen aufs Ingame.
dann einmal rauf. 2007 rausgekommen, wenn ich mich nicht irre, war der erste Teil zum Jubiläum, zum 10-jährigen Jubiläum entwickelt worden. Crystal Dynamics mit Nixes Software. Nixes hat auch sehr viel geportet in den späteren Jahren, die das hier in der PC-Version umgesetzt haben. Das ist quasi das erste Tomb Raider, was wir gesehen haben, aber remaked für die damalige Ära. Mittlerweile sind wir auch schon in Richtung fast 20 Jahre von Tomb Raider Anniversary. Ich musste mir extra ein neues Profil machen, damit wir wieder von vorne starten können. Und Regie, ihr könnt gleich mal lauter machen, weil hier sehen wir das gerenderte Intro von vorher in Echtzeit. Jetzt. Was muss ein Mann tun, damit sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Guten Tag, Miss Croft. Okay, da habt ihr nochmal den Vergleich gesehen. 2007 konnten sie dann auf vorgerenderte Grafik verzichten und haben das dann in Echtzeit hier gemacht. Das Intro tatsächlich auch nochmal ein bisschen erweitert. Ich überspringe mal kurz die Cutscenes, damit wir uns das angucken können. Und ja, hier sind wir quasi in reinterpretierten Level. Ich spiele die PC-Version auf Steam. Dementsprechend sind die Tasteneingaben leider nicht angezeigt in Controller-Buttons. Aber keine Sorge, der Controller funktioniert einwandfrei hiermit. Ich muss mir nur merken, was Leertaste, Umschalt und so weiter hier ist. Trotz dieser nur 10 Jahre, die gefühlt, ja nicht nur gefühlt, es lagen nur 10 Jahre zwischen dem Original und der Neuauflage hier, da ist so enorm viel, nicht nur in Sachen Technik, sondern auch Usability und wie du steuerungstechnisch, geschwindigkeitstechnisch das machen kannst. Man merkt einfach, wie viel Tomb Raider im Original so ein Vorreiter gewesen ist von dieser Art von Games. So, Q ist Viereck. Genau, damit wir den Haken mal haben. Mit dem Haken hier rüber gehen. Ihr seht, wie flüssiger und fixer ich hier überall durchkomme und das entsprechend machen kann. Ist interessant, zwischen diesen 10 Jahren mit dem Original und Tomb Raider Anniversary gefühlt ein viel, viel größerer Sprung, was einfach so reines Gameplay und wie das zusammenkommt. Klar, die Grafik ist schon dann veraltet für modernes Niveau, aber sieht jetzt nicht so schlecht aus, finde ich. Aber rein, wie es sich spielt, könnte auch ein Spiel sein, was so heute rauskommt. Ah, ich hätte noch ein bisschen mehr schwingen müssen. Und ich habe den ersten Level hier nochmal komplett durchgespielt und bin ziemlich angetan davon. Also ich mochte es damals schon sehr gerne, haben wir damals bei Game One ja auch recht ausführlich uns angeschaut. Warte mal, wir müssen mal ein bisschen mehr schwingen. So. Dann kommst du noch hier genau rauf und dann können wir nicht hier klettern. Genau, können wir hier so rübergehen. Und wenn wir schon so ein Anniversary hier haben, ne? Von wegen nochmal im Kontext betrachtet, interagieren ist X. Nein, interagieren ist Dreieck. Okay, interagieren ist Dreieck. Ich erzähle ein bisschen drüber, während wir hier diese wunderbare Echtzeit-Cutscene hier sehen, weil Lara macht gleich hier super Matrix-Action für alles drum und dran. Wo ich im Vorfeld bei den offiziellen Remastern, die jetzt gekommen sind, hinterfragt habe, hey, warum geht man nur diesen Schritt für die moderne Optik, dass da einfach mal so ein simpleres, simpler für heutige Verhältnisse, aber sieht natürlich besser aus als im Original. Man muss sagen, Tomb Raider Anniversary sieht natürlich schon deutlich besser aus in vielen Sachen, zumindest für mein Empfinden, ja, als wir jetzt die Remaster bekommen haben und rein architektonisch und bautechnisch und so weiter ist das natürlich auch nochmal umso aufwendiger. Warum sind sie technisch nicht gleich drehen Schritt gegangen. Aber ich weiß es eigentlich zu schätzen, das, was sie jetzt mit Remaster gemacht haben, vor allem, weil das originale Fundament noch drunter ist. Dieses gefühlt leichtere Upgrade hat auch was für sich. Ne? Und man muss immer bedenken, die eine Version ersetzt nicht die andere. Man kann immer noch bei dem Remaster in den alten Look umschalten. Man kann immer noch die PlayStation, die Saturn, die PC-Fassung und so weiter vom Original spielen. Ihr habt auch die Möglichkeit, Tomb Raider Anniversary zumindest PC und bitte bei den älteren Konsolen dann zu zocken. Wir müssen hier uns, glaube ich, so durchrollen, damit wir nicht direkt erwischt werden. Trotzdem falsch durchgerollt. Ein Treuepunkt. Oh, und sehr viel Quicksave hier und Autosave nochmal. Natürlich viel, viel praktischer. Etwas schade bei Anniversary ist, dass man es eben, wenn ihr nicht gerade auf Steam dann spielt, dann auf ältere Konsolen angewiesen seid. Das war so ein Titel, der damals
zwischen den Generationen rausgekommen ist. Und ich weiß, 360-Version gab es. Es müsste auch eine Wii-Version gegeben haben, sogar PS2, wenn ich mich nicht irre. Also die haben das auf viele verschiedene Plattformen verteilt. Aber in den meisten Fällen, wenn ihr nicht gerade, was weiß ich, die Download-Fassung auf Xbox dann holt, die dann ja durch die entsprechend Backwards Compatibility spielbar ist, bleibt ihr sonst mit der PC-Version dann gestuckt. Und packt das doch mal gerne auf. Warte mal, hier. Ach, hier, genau. Hier kann ich das Neuere machen. Schön auf Trigger ziehen hier. Automatisch lockern hier mit dabei. Warum das hier nicht mal auf die Switch umsetzen oder Playstations und so weiter, damit man überall die Möglichkeit hat. Trotzdem bin ich ganz froh darüber, dass die PC-Version mit Ausnahme der Anzeige der Buttons sehr einwandfrei funktioniert, wenn man es immer noch dann spielen kann. Ihr könnt auch gerne... Ah, ich habe es zeitlich nicht erwischt. Egal, da hätte ich mich abseilen lassen können. So, machen wir die hier mal kurz weg. Ihr könnt euch auch gerne... Das müsste Heinki damals bei uns gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, bei Speedrandale. Hatten wir das Spiel ja auch unter anderem. Und da könnt ihr natürlich sehen, wie jemand, der wirklich diese Art von Games gut zocken kann, ja, durch die Level schwebt und auch alle, ja, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch im wörtlichen Sinne, die Bugs ausnutzen, an irgendwelchen Wänden sich hoch entlang kraxeln, wo man eigentlich nicht hin sollte. Wenn ihr euch im Gedächtnis habt, wir sind, glaube ich, bis hierhin gekommen, wo wir das Original gespielt haben. Hier haben wir die Wölfe dann unten bekämpft für das Remake. Hier mit Anniversary, es hält sich im Großen und Ganzen auch. Es hält sich im Großen und Ganzen auch an den Ablauf, wie die Originale gewesen sind, aber es interpretiert. Oh, bewegen Sie die Bewegung, ist das okay? Ich bewege mich. Aber den Wolf haben wir auch erwischt. Ich glaube, jetzt haben wir hier so alle. Wie sie das reinterpretiert haben. Also im Grunde, dass man das Gefühl hat, hey, ich kenne den Ablauf hier noch, aber wir haben es alles noch mal ein bisschen anders gemacht. Was ich bei Anniversary sehr zu schätzen weiß, das Aufnehmen von Items geht viel, viel, viel schneller. Allgemein geht alles viel, viel, viel schneller. Hier also, wie die Animationen ineinander greifen, dass du automatisch an die Vorsprünge da rankommst. Und natürlich die Kontrollpunkte hier. Ihr müsst jetzt nicht auf Quick Save, Quick Load oder andere Sachen setzen. Ach nee, Moment, ich muss hier hoch. Habe ich beim Testspiel hier auch schon vergeigt, natürlich. Wenn es hier so ist, dann kann ich ja natürlich hier hochklettern, Indiana Jones Style. Das ist schon fast automatisch, den Handstandüberschlag. Hier können wir uns hochwuchten. Und allgemein diese schnellere Spielgeschwindigkeit. Hier habt ihr, jetzt hatte ich die Taste nicht gedrückt, aber vielleicht instinktiv, dass ich so hier rüberkomme. Das hilft auf jeden Fall, wenn ihr euch nicht um jeden Pixel Gedanken machen müsst, wenn ihr nicht rückwärts einparken müsst mit Lara, um dann entsprechend den Vorsprung zu erwischen. Und die ein bisschen kulanter ist beim Springen und trotzdem die Kontrollpunkte da sind, die Checkpoints, mit denen wir mit dem Seil und rüber. Wobei, ist da der Bär? Hier war normalerweise ein Bär hier unten. Ihr könnt euch eher konzentrieren darauf, das Game zu zocken. Ja, da ist doch der Bär. Da steppt doch der Bär. Wo ist er? Da ist er. Meister Petz. Schön umkreisen. Und ich habe ihn, glaube ich, noch. Der ist nicht ganz so kantig wie der andere. Da liegt die Tatze. Ach, schön aufgelöst. Ich habe ihn aus der Existenz geballert. Ich habe ihn nicht nur besiegt, sondern komplett weggehauen. Aber hier ist ein Rätsel. Wer wagt, der gewinnt. Und wo komme ich raus? Die Ecke, wo wir nicht hochgekommen sind. Artefakte und Reliquien. Natürlich lohnt es sich auf jeden Fall, die Sachen einzusammeln, denn wir sind ja Komplettisten. Heißt auch wieder im Umkehrschluss nicht, dass wir mit Anniversary hier, ich glaube, ich mache das fast schon automatisch jetzt hier, mit Anniversary hier einen kompletten Ersatz haben für das Original. Ich habe es ja gesagt, alle Games sind dann Neuinterpretationen. Finde ich persönlich immer so bei Remakes. Wenn ihr ein Remake machen wollt, macht gerne eins, das das Original respektiert, aber trotzdem so seine eigene Sache draus macht, haben wir in vielen modernen Fällen eigentlich ganz gut gesehen. Ich finde, Capcom macht das mit Resident Evil super. Auch bei Squaresoft mit Final Fantasy VII haben sie eigentlich auch einen sehr guten Weg eingeschlagen. Aber macht auch die Originale verfügbar, wie wir es jetzt hier mit Tomb Raider und Remastered bekommen haben, vor allem in dieser schönen Collection. Rüber zum Springen. Einmal rollen hier und einmal ganz. Einfach damit man selber sich entscheiden kann, welche Version man am ehesten zocken möchte. Eigentlich habe ich gerade im Moment 8 Milliarden Spiele, die ich zocken möchte und zocken darf.
Natürlich ganz, ganz frischer Kram, der rauskommt. Aber irgendwie möchte ich auch Tomb Raider spielen jetzt hier. Fast schon ein bisschen mehr Tomb Raider Anniversary als die Remaster. Ah! Da wurde ich gestochen. In meine Seite. Dann rollen wir uns besser durch. Okay, warum nicht, Lara? Mach den hier. Ui. Okay. Da haben wir es nochmal überlebt. Das war nicht ganz so geil für mich. Warte mal, Select für die Items. Wir nehmen das Medipack. Noch eins, komm. Keine falsche Bescheidenheit. Benutzen das jetzt hier, damit wir wieder einigermaßen Energie haben. So, da kommt ein Wolf, wenn ich mich nicht irre. Richtig erwischt. Aber wir müssen hier ein kleines Rätsel lösen, damit wir hochkommen. Aber ihr könnt gerne in den Comments auch mal eure Ansicht dann sagen. Sind euch Remakes oder Remaster lieber? Würdet ihr vielleicht dann sogar verzichten auf die Sachen, wenn ihr sagt, oh, ich möchte was von dem Franchise, aber lieber was komplett Neues? Mit den Charakteren sind natürlich alles so legitime Argumente. So als jemand, der sich auch recht viel mit so alten Spielen beschäftigt und ich habe ja auch angefangen vor einiger Zeit zum Beispiel mittlerweile mit den digitalen Bibliotheken, ist natürlich auch schon mal so eine Sache, wo man das über Steam, also Steam ist sowas eine echt super nützliche Plattform, wo ich einfach mal, ja, ich habe vor vielen Jahren mir Anniversary geholt, ich habe es da drin, ich kann es mir also jederzeit installieren, jederzeit angucken und damit spielen oder hier für die Sendung vorbereiten, dass man es einfach präservationstechnisch gleich schon mal direkt spielen kann, ohne irgendwelche Versionen sich raussuchen zu müssen, ohne nach Gebrauchtfassungen zu schauen. Ich habe in dem Zusammenhang angefangen, zum Beispiel viel aus der PS3 360-Ära, Sachen, die dann nochmal, warte mal, ich muss da hin, relativ schnell machen. Nein, Lara, geh hier hin, nicht hier rüberrollen. PS3 und 360-Games, die zum Beispiel nicht als PC-Fassung oder anderswo vorhanden sind, mir nochmal als Disc zu holen oder zum Beispiel so alte Pressedisks, die irgendwo nochmal rumliegen, in eine große CD-Tasche reinzupacken. Einfach, okay, falls jemand mal was zu Heavenly Sword machen will, dass ich irgendwo noch eine PS3 ausgraben kann, mir das angucken kann, finde ich sehr nützlich, einfach weil solche Sachen sonst gerne verloren gehen, fast schon. So. Hilft auch sehr. Deshalb macht es immer Spaß, das auch im Retro-Club hier zu machen. Wir haben den Level hier geschafft. Können wir auch gerne raus davon, Werte-Regie. Mir macht es immer Spaß, diese Sachen dann so aufzubereiten. Und wenn wir nicht so YouTube-Formate hätten, wo Leute diese Spiele sich mal anschauen oder mal präsentieren, wird man gefühlt den ganzen Krams auch vergessen. Dann geht so ein bisschen was an Gaming-Geschichte verloren. Das finde ich ein bisschen schade und sehr schön, dass das mit diesen Sachen so zusammenkommt. Ich glaube sonst, Leute, wir sind auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr noch mal Anmerkungen und Ideen habt oder vielleicht was in dem Maße, jetzt haben wir uns über eine Spieleserie mal beim Retro-Club beschäftigt, machen wir ja nicht so ultra häufig, aber ich glaube, hier in diesem Zusammenhang hat es sich gelohnt, um die Vergleiche mal zu machen. Gerne mal reinschreiben und sagen, möchtet ihr das auch vergleichbar mit anderen Serien sehen? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt für Final Fantasy VII Rebirth anbietet, aber da in dem Zusammenhang, glaube ich, sollte man auch ein bisschen was hier und da machen. Schreibt es in die Comments rein. Eure Anmerkungen über die Version, die wir hier gesehen haben. Und natürlich den Supporters Club, den wollen wir auch gerne erwähnen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, macht es gerne unter dem folgenden Link hier. Macht es möglich, solche Formate wie die hier und viele andere umzusetzen, wenn ihr es bereits schon macht. Sage ich extra, extra danke, danke und schön, schön. Ansonsten, ich war der Gregor, das war der Retro Club. Wir sagen Tschüss und bis dann.